Dutzende Filialen machen zu, für immer. Um das schon seit langem angeschlagene größte deutsche Warenhaus zu retten, hat man sich jetzt auf einen Sanierungsplan geeinigt. Damit stehen 62 der 172 Filialen der Karstadt-Kaufhof-Kette vor dem Aus. Sogar etwas weniger als befürchtet. Dennoch heißt das, dass rund 6.000 der 28.000 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Betroffenheit bei den Kunden. Da wird dann halt nicht mehr so viel hier los sein, schätze ich mal. Also das ist ja nicht so toll. Alle großen Städte gibt es immer, Karstadt, Kaufhof. Und es sind ja immer prägnante Strukturen. Aber ich denke trotzdem, der größte Verlust ist der Arbeitsplätze. Auch in den strukturschwachen Regionen macht man sich Sorgen darüber, welche Lücken die Schließungen hinterlassen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnte bereits im Mai, als die ersten Pläne bekannt wurden: Galeria Kaufhof Karstadt ist nicht irgendwer. Die Warenhäuser sind für viele Innenstädte systemrelevant, so Norbert Portz. Doch die Corona-Krise hat dem Unternehmen offenbar den Rest gegeben. Für das laufende Jahr wurde zuletzt mit einem Umsatzminus in Milliardenhöhe gerechnet. Dieser Sanierungsplan ist wohl die letzte Chance. Welche Filialen betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Die Mitarbeiter sollen heute informiert werden.